So, Kevin hier also im 4-3-3, auch die anderen Spiele davor. Manchester City übrigens, ne, muss ich sagen, ist ein geiles Team, spiele ich auch persönlich selber. Falls jemand wissen will, wie geil gespielt werden, ihr könnt euch an mich wenden. Für 798 Euro die Stunde zeige ich euch, wie das funktioniert. Also natürlich netto, ne? Brutto ist das dann ein bisschen teurer. Aber ihr könntet auch einfach Mo zugucken, wie das bei ihm so läuft. So, also, los geht es. Halbfinale. Das hat sich jetzt auch lang genug hingezogen, muss man dazu mal sagen. Timo Erhahn werden wir jetzt wahrscheinlich auch so im Live-Ticker nicht unbedingt haben, ne? Weiß das nicht. Oder Also schreibt der Timo hat Timo? mir eigentlich regelmäßig geschrieben. Ja? Oh, gut, das ist ja nice. Sehr schön. Das freut mich. So, also, die Fans sind an. Manchester United gegen Manchester City. Und interessanterweise ist das hier die internationale Variante, als ich normal Head-to-Head. Nicht online, sondern offline Freundschaftsspiel gemacht haben. Die erste Chance und so geht's. 1 zu 0. Ratzfatz macht Mo hier den Treffer. Keine 2 Minuten gespielt. Und schon macht Kevin De Bruyne hier für Mo das 1 zu 0. Da hat Kevin nicht aufgepasst. Karian, Valencia. Das ging fix. Damit habe ich nicht gerechnet. Fernandinho direkt mit dem Ball gewinnen. Wieder nach vorne. Aguero ist ein super Stürmer. Bringt ihn weiter auf Kevin De Bruyne. Legt sich den Ball vor gegen Smalling. Kommt dran vorbei. Kevin kann ihn dann nicht halten. Tor war nochmal dazwischen. Und dann dieser Abschluss. Weit am Tor vorbei, wollte ich gerade sagen. Wurde offensichtlich geblockt. Wurde offensichtlich geblockt. Aber erstmal hier jetzt die Möglichkeit nach der Ecke. Kommt nicht an. Und wieder hier über Sterling, Clichy, schöne Kombinationen und dann das direkt Elfmeter. Also, Mo legt hier los wie die Feuerwehr und legt hier vielleicht gleich das 2 zu 0 nach, schließt ab und da ist das 2 zu 0. Mo mit Agüero vom Punkt souverän. Und so sind keine 10 Minuten gespielt. Und da gibt es das 2 zu 0. Kevin schaut nochmal, es scheint irgendwas nicht zu passen. Stellung. Frage, ob die Kamera nicht passt oder was? Aber werden erstmal rausgenommen. Scheint ihn doch zu stören. Okay, ist auch in Ordnung. Machen wir dazu. Ein bisschen ein Tucken leiser. Ist auch okay. Scheint auch direkt über den Fernseher zu gehen. Dann stört das eventuell. Unsauber gespielt jetzt hier von Kevin und direkt wieder der Konter, aber diesmal von Smalling unterbunden. Pogba. Oh, wieder ein guter Ball hier auf Aguero. Hält ihn lange, Gündogan. Schönes jetzt bei L2 Dribbling. Aguero wieder im Strafraum, versucht den Ball zurückzulegen, aber geblockt und dann wohl nochmal an einem City-Spieler hängen geblieben. Dann kommt über Herrera. Herrera mit dem langen Ball auf Mkhitaryan. Valencia, Herrera, weiter geht's. Gündogan. Der Pass auf Aguero, aber das unsauber. Gibt noch einen Foul und wieder ist Mo im Ballbesitz. Unsauber gespielt hier.
Dann geht's in die andere Richtung. Jetzt mal für Kevin über Rooney. Fernandinho direkt dran. Pogba kann den Ball auch nicht behaupten. Dann ja, Aguero. Diesmal holt er ihn sich wieder. Jetzt kommt Kevin so langsam, aber sicher wieder ins Spiel. Möglichkeit, gut gespielt, muss er querlegen, macht er auch und da ist der Anschlusstreffer. Ein richtig gut gespieltes Tor, absolut verdient bei diesen Kombinationen hier. Den Treffer, den Anschlusstreffer in der 20. Spielminute und Kevin kann jetzt wieder aufatmen. Scheint hier auf jeden Fall am Anfang ein wenig überrascht gewesen zu sein von der schnellen Spielweise. Mo macht das wieder richtig klasse in seinen Kombinationen, wie er das auch in FIFA 16 gemacht hat. Und Kevin war auch dem offensichtlich am Anfang nicht gewachsen. Kommt aber von Minute zu Minute besser ins Spiel. Kommt jetzt schon wieder über Rooney. Rooney, schöne Körpertäuschung. Ibrahimovic in die falsche Richtung. Hätte man einen weiterleiten können auf Mkhitaryan. Und jetzt aber die Kontermöglichkeit. De Bruyne treibt den Ball, bringt ihn auf Sterling und er ist richtig schnell. Sterling auf den Außen, Körpertäuschung, bricht nochmal ab, nochmal in die Mitte. Der kommt sogar an. Aber Kevin kann nochmal blocken. Und Ibrahimovic kommt hier nicht vernünftig an den Ball. Kann ihn nicht festmachen. Aber dann wieder Smalling dazwischen. Herrera auf Ibrahimovic. Körperlich kann er da mithalten gegen Kompany. Jetzt direkt in die Mitte. Aber auch stark gemacht hier von Mo. Da antizipiert er den Berber-Spin in die Mitte. Und macht das richtig gut. Und Sterling jetzt wieder durch. Sterling gegen Bailey. Bailey ist auch schnell. Bailey stellt zu. Bailey macht das richtig gut. Kevin passt auf, unterbindet diesen Konterangriff. Und baut direkt wieder auf. Pogba, Mkhitaryan. Sind allerdings alle direkt mal komplett ausgepumpt. Aguero hat Platz, nimmt nochmal Touré mit. Aber der ist natürlich... Welche Aufstellung spielen die? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also Kevin spielt 4-3-3 offensiv. Und Mo bin ich jetzt noch nicht ganz sicher, aber das sieht nach einem engen System aus bei Mo. Könnte die enge Raute sein, ne? Könnte die enge Raute sein, durchaus. Massimino Schwanz, welche Teams ich stark finde, das können wir mal in einem anderen Stream klären. Kurz, also ich spiele Manchester City. Wir bleiben hier mal beim Spiel, dass wir das kommentieren. Und wenn ich das nächste Mal wieder spiele, können wir uns mal unterhalten, welches Team ich persönlich gut finde. Aber jetzt erstmal Herrera, 40. Minute fast hier. Und wieder die Möglichkeit. Also Mo macht das auf jeden Fall über Konter. Also man sieht es auch hier in der Mitte, hat er sehr viele Spieler, die er mitnehmen kann. Er scheint auch mit Sterling auch in der Spitze zu spielen. Also es sind auf jeden Fall zwei Spitzen und ein enges System. Also es muss die 4-4-2 enge Raute sein. Daran. Oh, und jetzt die Möglichkeit im Strafraum wird abgefälscht und dann macht er das 2-2. Kevin ist wieder da und haut hier den Ausgleich in der 43. Minute in die Maschen. Am Anfang habe ich gedacht, hier gibt es gleich die dicke Rutsche, aber. Kevin. Ja, einmal ist der Ton weg und dann genau. Schaltet der Kevin den zweiten Gang. Da haben die Fans ihn nicht unterstützt, offensichtlich. Geht direkt drauf, kein schlechter Versuch, aber er holt auf jeden Fall zwei ran. Da muss man auch, die Variante ist auch sehr interessant. Moin übrigens Ultra Gamer, ich habe dich ganz überlesen, entschuldige. Oh, stark gemacht, gut gehalten, aber auch nochmal in letzter Konsequenz auch gut verteidigt von Kevin. Schöne Kombination macht er hier, der Mo. Macht das wieder richtig stark und dann macht er hier das 3-2 oder 2-3. Und das war natürlich ein bisschen unglücklich. Da hätte man durchaus erwarten können,
dass der Torwart den hält und so geht es aber mit einem 2:3 für Mo. Und es ist 4-4-2 enge Raute, wie vermutet. Mkhitaryan. Immer noch Mkhitaryan. Pereira, schönes Jahr, 2L2 Dribbling. Wartet, dass Mkhitaryan wieder nachrückt. Macht er auch. Herrera, wieder Rooney. Zurück zu Herrera. Jetzt wird's enger. Rooney hat sich rausgezogen aus der Mitte. Guter Pass hier auf Rooney wieder. Ah, und dann dauert das zu lange. Er sucht den Abschluss nicht. Grüß dich, KMS-Skiller. Oh, Glück gehabt. Versucht's mit der Körpertäuschung. Vielleicht ein zu viel. Da kann man auch mal abdrücken. Also hier, Bailey nochmal auf dem Weg nach vorne. Rooney ist jetzt keine Tempomaschine, aber kann auf jeden Fall auch mal aus der zweiten Reihe schießen. Das haben wir auch vor allen Dingen bis jetzt noch gar nicht gesehen, dass einer aus der zweiten Reihe den Ball mal versenkt. Obwohl gerade bei Kevin die Spieler prädestiniert dazu wären. Jetzt Pogba mit dem Abschluss. Aber der Torhüter ist noch da. Geht Mo ins Pausenmenü. Entweder ändert er ein bisschen was an der Taktik oder einfach erstmal runterkommen. Momentan kommt der Mo macht das 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2-3-1. 4-3-3, 4-2-3-1. Ja, er wechselt hier gerade hin und her, welche Aufstellung er nehmen soll jetzt. Achso, etwas defensiver wahrscheinlich, ne? Etwas breiter und defensiver. Genau, er nimmt jetzt hier dieses 4-3-3 mit einem ZDM. Mo hat gespielt 4-4-2 enge Raute und jetzt spielt er, was hast du gesagt? 4-3-3 mit einem zurückgezogenen Sechser. Okay, 4-3-3 mit einem zurückgezogenen Sechser, also zwei ZDMs und einem ZDM und zwei ZMs. Korrekt. Wird hier das Spiel offensichtlich breiter gestalten wollen. Kombination. Jetzt kommt er auch mal über die Breite mit Sterling. Setzt hier sehr gut das R2-L2 Dribbling ein und dann nimmt er sehr gut Aguero mit. Schöne Körpertäuschung. Wieder Sterling, wieder reingespielt. Hier hält den Ball, macht er richtig gut und jetzt geht Kevin ins Pausenmenü. Nimmt Mkhitaryan raus, bringt Rashford ein bisschen mehr Tempo in die Spitze. Also momentan scheint da ein bisschen was zu fehlen. Auf beiden Seiten. Ja. Mo lässt sich richtig Zeit. Was macht Mo denn gerade? Hast du beide Streams an oder was? Nichts macht er. Nichts macht er. Guckt sich einfach nur die gegnerische Aufstellung an. Vielleicht denkt er verändert irgendwas, aber jetzt geht's wohl weiter. Ja. Jetzt mal ein guter Ball auf Pogba. Spitze auf der anderen Seite kommt Rashford. Rashford kann sich durchsetzen. Blank, da kommt Martial. Martial mit dem Abschluss. Rooney nochmal und weit am Tor vorbei. Auch hier wieder abgefälscht. Wieder jemand dazwischen. Kopfball. Bravo hat den Ball. Der anderen Seite über Sterling, G. Herrera. Heune. Lugan. Also momentan tun sie sich beide hier nicht viel. Anfang wurde Kevin förmlich überrannt und danach hat er sich gefangen. Ist nochmal rangekommen, musste dann allerdings
Erneut den Gegentreffer schlucken. Kommt hier momentan auch nicht richtig frei zum Abschluss. Aber der Spielaufbau im Grundsatz auf jeden Fall gut. Ibrahimovic, stark gemacht, Rooney, 3 zu 3, unglaublich. Was für ein Match. Rooney versenkt hier zum 3 zu 3. Ibrahimovic mit einem richtig guten, mit einer richtig guten Ballbehandlung zieht den Ball nochmal zwischen zwei Verteidigern durch. Und dann spielt er ihn nochmal auf Rooney. Rooney eiskalt ins lange Eck zum 3 zu 3. Kommt er hier nochmal über Shaw, ist jetzt 73. Spielminute, Ibrahimovic wieder und wieder sehr gut behauptet, stark wieder behauptet. Und dann Rashford kommt nicht an den Ball. Ibrahimovic versucht hier Rashford einzusetzen und was für ein Fehler! Aber Glück gehabt, dass Ibrahimovic hier das Foul zieht. Es geht nochmal ins Pausenmenü, also die scheinen sich beide hier irgendwie nicht richtig reinzufinden. Bin gespannt, ob einer von beiden hier irgendwas macht. Macht der Mo irgendwas auf der anderen Seite? Ein bisschen was an taktischen Einstellungen. Okay. Aber bleibt dem System treu. Auf jeden Fall jetzt weiter. Kurz und Silva. Der Ball nicht gut gespielt. Auch das unsauber, aber Moment einen kleinen Fehler und es gibt wieder Einwurf für Kevin. Hätte ich jetzt so nicht gesehen. Aguero. Andino wird hier geblockt. 79. Spielminute. Lang raus auf Ibrahimovic. Schön durchgesteckt. Die Möglichkeit, die Grätsche. Wieder Rooney. Rooney schließt ab. Nochmal Rooney. Und dann kommt Bravo ran. Den hätte er auch nochmal querlegen können. In der Mitte war Rashford. Der ist da reingezogen. Den hätte man durchaus nochmal anspielen können. Aber eine krasse Aktion hier auch von Mo. Die Grätsche hätte durchaus auch zu einem Foul führen können und zu einer roten Karte so kurz vor Schluss. Glück gehabt an dieser Stelle, dass es auch kein Tor geworden ist. Und jetzt geht's weiter. Kevin wieder über Ibrahimovic. Macht das hier sehr gut. Schirmt den Ball wieder ab. Nimmt auch hier Pogba mit. Wie ist der Stream von Mo? Kannst du mal den Mo-Stream bei uns in den Chat reindrücken? Was? Ich dahin, warte kurz. 88. Herrera, der Aufbau, Rashford. Macht Rashford, bleibt dran. Aber in der Mitte ist zu wenig Anspielstation und dadurch dauert es zu lange. Bravo kann sich positionieren, den Ball abfangen. 3 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Silva wird hier abgefangen. Ich den doch nochmal wieder. Aber auch hier kein Problem für Kevin, das zu unterbinden. Und dann gibt es den Abpfiff. Und dann gibt es die ersten Punkte auf beiden Seiten. 1 zu 1. Und das heißt, wir werden über die volle Distanz gehen. Bin ich gespannt, ob die ich muss spät, 22 Uhr. Also Mo wechselt auf Dortmund. Kevin bleibt bei Manchester United. Also Mo beweist jedes Mal seine Klasse, indem er das Team wechselt, auch noch mit unterschiedlichen Teams. Also er könnte durchaus auch mal mit einem Team spielen. Ich glaube, das würde ihm gar nicht so
ihn gar nicht so schlecht sein. Ja, aber genau das, was er jetzt macht, macht ihn ja auch so unberechenbar, ne? Ich kenn's ja selbst, wenn du gegen Teams spielst, gegen die du normalerweise nicht so oft spielst, tust du dich ja viel schwerer als gegen die du regelmäßig spielst. Ja. Aus dem Grunde macht ihn das eigentlich auch ein bisschen stark in meine Richtung, also meiner Meinung nach. Ja, durchaus. Allerdings könnte er natürlich, sag ich mal, sich mit einem Team einspielen und da vielleicht noch ein bisschen. Und dann ist er wieder durchschaubar, macht bestimmt regelmäßig das Gleiche. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie er das macht. Also er hat es ja oftmals bewiesen, dass es kann. Ja, es wäre interessant. Aber ich glaube auch, dass Kevin momentan mit der Leistung, die er dort bringt, wenn er denn nicht so anfängt, irgendwie die ersten 10 Spielminuten im ersten Spiel hier durchaus was holen kann. Servus Chihan und Maxi, du hast das richtig gut, dass du Urlaub hast. Hier Ferien. Geil, wird abgefangen. Zu hektisch. Arian gut steckt. Schöne Flanke, Ibrahimovic. Und da ist das 1:0. Und das ist eben Batra gegen Ibrahimovic. Ja, da hast du mit Batra nicht viel gegenzusetzen. Ja, mit. Das ist halt schwierig. Das sind so diese Kleinigkeiten, die dann eben den Unterschied machen können. In dem Fall macht es den Unterschied. Der passt in die Spitze diesmal. Einer dazwischen. Tachchen Kuhberg. Einen wunderschönen. Und alle anderen, die frisch dazugekommen sind, natürlich auch. Willkommen. Jetzt mal die Möglichkeit mit Reus. Findet da Aubameyang. Macht hier das R2L2 Dribbling. Findet Rode. Wieder Reus. Macht er richtig stark hier. Der hier ist da. Klärt die Situation. Und dann gibt's hier Eckball. Flanke rein. Hier erneut und erneut Ecke. Ja, kurz gespielt. Weißt du, hier da kann ihn festhalten und die Möglichkeit, hier mal zu kontern. Lang raus. Ibrahimovic nimmt erstmal den Kopf und leitet den Ball weiter. Aber Piszczek ist da. Geil, Reus. Young. Und gefährliches Ding. Jetzt gibt es eine gute Freistoßsituation. Eigentlich aus dem Nichts. Da hätte er ihn auch zustellen können, aber er gibt hier Mo die Möglichkeit auf eine richtig gute Freistoßsituation. Aber er nutzt sie nicht. Also es traut sich hier auch keiner, den Ball mal direkt aufs Tor zu bringen. Aber das ist, man muss auch sagen, das Spiel ist noch nicht lange raus. Ja? Die Jungs müssen sich auch alle nochmal finden. Die Standardsituation vielleicht trainieren. Dinge wie den Elfmeter. Rooney mit der Möglichkeit. Aber er kriegt ihn nicht im Tor unter. Und jetzt die Möglichkeit zu kontern auf der anderen Seite. Reus, Castro, der Ball auf Aubameyang und der ist schnell. Der ist richtig schnell, der ist dran vorbei. Und da räumt dich hier auch nochmal ab. Und was ist das denn? Da ist er nochmal dazwischen. Und kein Tor, unglaublich. Aubameyang frei aufs Tor zugelaufen. Schließt nicht schnell genug ab. Und dann kommt noch ein Innenverteidiger, Smalling, der das Ding klärt. Wahnsinn. Was für ein Ding hier. Unglaublich.
Scheiß Twitch, sagt FIFA Master. Wieso? Ist schon wieder kaputt, oder? Uiuiui, das war eine heikle Situation. Ibrahimovic macht er gut. Pogba. Rückgezogen. Flanke! Kopfball! 2 zu 0! Kevin erhöht hier mit Herrera, der durchaus vielleicht auch mal gestoppt werden kann dazwischen, aber die Zuordnung passt nicht. Und so ist das. Man vergibt die riesige Chance zum 1 zu 1 und kriegt im Gegenzug den Gegentreffer. Und so steht es hier 2 zu 0 für Kevin. Wo kommt hier über Castro? Schön auf Schürrle. Eli dazwischen. Hier schlägt ihn lang raus. Und auch da wieder eigentlich der körperliche Vorteil. Kommt jetzt nicht ran. Ah, Herrera. Guter Pass hier auf Martial. Der ist schnell. Kann er ihn noch kriegen? Das wird eng. Er kriegt ihn noch. Jetzt hier das Tackling an. Tackling sage ich. Das R2, L2 Dribbling. Kriegt ihn aber dann nicht zu machen. Es dauert zu lange, als dass sie nachrücken. Dann die Flanke war mit dem Außenriss geschlagen, ne? Ja. Richtig krasser Ball. War nicht schlecht, auf jeden Fall. Leider zu weit in den Rückraum. Die Möglichkeit jetzt hier mal. Aber ja, war auf jeden Fall sehr gute Variante. Wieder die Möglichkeit, wieder durchgesteckt. Ibrahimovic kann sich nicht gegen Guerrero durchsetzen. Jetzt ist Guerrero der erste Sieger. Immer wieder dieser Ball hier von Herrera, der im Mittelfeld behauptet. Freistoß für Kevin. Also 2 zu 0 nach 37 Minuten. Oh, stark gespielt! Möglichkeit! Aber der Dropkick geht übers Tor. Und auch hier wieder unsauber. Mo scheint jetzt gerade sein Spiel nicht aufziehen zu können. Stark durchgespielt, Rooney. Immer noch Rooney, kriegt den reingespielt. Aber auf der anderen Seite Mkhitaryan, der Abschluss. Weil der Ball nicht bei Ibrahimovic ankommen muss. Mkhitaryan nochmal die Möglichkeit. Und das war ganz knapp. Gerade so auf der Linie gerettet. Der Versuch hier direkt zu kontern klappt nicht. Wieder Herrera. Rooney erneut. Rooney im Superspiel. Herrera, der Abschluss. 3 zu 0. Unglaublich. Was ist hier denn los? Kevin on fire. Haut hier das dritte Ding rein. Nach 42 Spielminuten. Und jetzt überlegt sich Mo wahrscheinlich, was er gerade falsch macht. Und jetzt bin ich auch hier ein 4-2-3-1 bei Mo. Was macht der da gerade? Lars, halt mich mal auf dem Laufenden. Ah, ich glaube mal eher, das hängt nicht an der Mannschaft. Also, er hat vielleicht mit Dortmund jetzt nicht die beste Kontermannschaft zu Manchester United genommen. Wenn du dir anguckst, du hast vorne bei ManU den Ibrahimovic. Und der gewinnt dann halt die Kopfballduelle gegen Sokrates oder wie heißt er noch? Bartra, ne? Bartra, ja. Vor allen Dingen Bartra, weil Bartra natürlich körperlich unterlegen ist. Ne? 1,80 Meter groß oder so. Das ist halt der große Unterschied. Das hat er vielleicht unterschätzt, der Mo. Aber normalerweise finde ich diese Option, dass er das Team sehr, sehr oft und häufig wechselt, gar nicht so schlecht. Oh, und schon ist er wieder drin, ne? Also im Strafraum. Ja, Ibrahimovic. Check. Leert hier nochmal. Oh, das macht er jetzt mal gut. Castro. Kann er hier Piszczek, Schmelzer nochmal mitnehmen? Macht er nicht. Nimmt Schürrle auf Außen. Immer noch Schürrle. Guter Pass. Aber Piszczek ist dann auch einfach nicht gut genug, um da den Ball mit dem Kopf zu nehmen. Und das ist doppelt ärgerlich. Also,
Er vergibt hier eine klare Chance, hier auszugleichen. Muss man ja mal sagen, das dauert zu lange, als dass er den Ball aufs Tor bringt. Ist mit Mo, mit Aubameyang frei durch. Und ja, versiebt es dann, weil er zu lange braucht. Und hier gerade natürlich sehr ärgerlich, dass Piszczek dort nicht groß genug ist, diesen Ball zu verarbeiten, den er sehr gut reinbringt. Kevin führt hier 3:0. Und 3:0 wäre natürlich auch eine super Ausgangslage fürs dritte Spiel. Dann müsste Mo auch mit 3:0 gewinnen. Na gut, hier sind jetzt natürlich noch 45 Minuten zu gehen. Aber es ist ein hartes Brot, was Mo da jetzt gerade zu knabbern hat. Kommt jetzt hier über Dembele. Wird direkt mal vom Pogba geholt. Martial nimmt Rooney mit. Rooney gegen Sokratis. Und da gibt es das nächste Foul. Steffen, jetzt mit Live-Ticker. Yes. Oh, geholt er. Und es war abseits. Pogba, starker Ball. Und das sind so diese Sachen. Da sieht man das wieder. Der Ibrahimovic ist dermaßen überlegen, dass er diesen Ball wieder bekommt. Nochmal in die Mitte. Diesmal ist Sokratis dran an Ibrahimovic, der durchaus auch von der Größe und Statur einigermaßen hinterherkommen kann. Möglichkeit über Reus. Auf der anderen Seite kommt Dembele. Dembele geht nicht den gefährlichen Weg, muss er hier über Castro kommen. Wieder Dembele, Flanke rein und es war abseits. Kein Treffer, Freistoß für Kevin hier. Ja, hier den Seitenwechsel auf Valencia nimmt Herrera, Mkhitaryan. Wieder gut auf Rooney und auch Rooney ist körperlich stark und hat jetzt richtig Platz. Rooney mit der Flanke, Torwart kommt, holt sich hier den Ball, Bürki ist da. Nochmal die Möglichkeit zu kontern. Also Mo kann eigentlich nur über die Konter kommen. Nimmt hier Dembele mit. Dembele ist jetzt auch, man muss auch dazu sagen, Dembele ist zum Beispiel auch kein Skiller. Er ist ein 3-Sterne-Skiller. Der kann eigentlich nur über die Geschwindigkeit kommen. Jetzt die Möglichkeit. Schöne Kombination. Immer noch der Abschluss. Der Anschlusstreffer. Marco Reus hier für Mo nach einem schönen Konter. Schön auch mal die Seite gewechselt. Komplett das Spielfeld mitgenommen. Und jetzt hat er noch 30 Spielminuten, um hier vielleicht doch nochmal auszugleichen. Kommt mit Götze. Und dann das hier, was auch immer das war. Das war richtig ärgerlich. Und erneut Einwurf für Kevin. Da geht Mkhitaryan über die Außen. Guerrero spielt hier links. Gar kein Schmelzer. Schade. Wer ist denn dann da am Kopfball vorbeigegangen? Martial, schönes R2-L2-Dribbling, macht er richtig gut. Schirmt den Ball hier ab, findet Pogba. Aber Bartra diesmal dazwischen. Götze. Macht er gut. Jetzt hält er auch mal den Ball. Mittlerweile gefällt mir das ganz gut, was der Mo macht. Findet jetzt auch seine Anspielstation und Kevin muss aufpassen, dass er jetzt im Druck standhält. 67. Spielminute. Mo kommt immer besser ins Spiel. Erobert direkt wieder den Ball. Dembele versucht es in die Spitze. Klappt nicht. Kevin wieder bei Herrera. Der jetzt allerdings zu viele lange Bälle in die Spitze spielt. Muss er aufpassen, dass er dort nicht in den Trott fällt und danach wieder einen Konter kassiert, weil er zu früh die Bälle hergibt. Möglichkeit Herrera. Wieder langer Ball auf Mkhitaryan. Der setzt sich durch hier gegen Guerrero. Guerrero aber sind natürlich beide auch ziemlich kaputt schon. Ibrahimovic, er kann ihn behaupten, kriegt ihn auf Rooney. Rooney weiter auf Martial. Martial mit dem Abschluss. Aufgepasst hier in der Innenverteidigung. Auf der anderen Seite schon wieder Götze. 73. Spielminute mittlerweile. Schürrle, wieder Götze. Jetzt die Möglichkeit auf Aubameyang, der richtig schnell ist. Körpertäuschung. Unsauber gespielt und dann kann Kevin wieder aufbauen. Hier nimmt das Tempo ein bisschen raus, nimmt das Dribbling mit, macht das stark. Rooney, der Seitenwechsel auf Martial, aber jetzt ist niemand dabei, nur noch Martial, Ibrahimovic in der Mitte. Castro dazwischen.
Ah, jetzt kommt er wieder. Also 77. Minute. Er sollte sich allerdings mal beeilen, wenn er hier einen Treffer machen will, den Anschlusstreffer. Macht auf jeden Fall auch Sinn. Hier vielleicht mit einem Unentschieden ins letzte Spiel zu gehen. Oder zumindest nur mit einem Torunterschied zu verlieren. 80. Minute macht er gut. Bailey nimmt hier das Tempo raus. Valencia wird mitgenommen. Der lange Ball wieder auf Mkhitaryan. Guerrero diesmal dazwischen. Und jetzt könnte es gefährlich werden, weil jetzt sind die Dortmunder vorne. Jetzt könnte Mo hier richtig was draus machen. Castro. Castro kriegt Götze. Götze mit dem Abschluss. Dich hier rettet. Dembele versucht nochmal in die Mitte zu spielen. Aber dann ist Bailey wieder dazwischen. Und wieder der frühe Ballverlust. 82. Spielminute. Götze. Götze gut gehalten. Schürle. Wieder in die Außenlinie, immer noch Schürrle. Und dann das hier und Smalling dazwischen. Aubameyang nochmal dran, aber dann kommt er hier und holt sich den Ball. Rashford kommt jetzt frisch. Das heißt, er kann ihn jetzt wieder jagen und Rashford hat auch Tempo. Spielminute, 5 Minuten zu gehen. Karian noch im Spiel, kriegt den Ball hier auch, ist jetzt an Guerrero vorbei. Batra wäre die nächste Station, die Flanke zu lang. Pogba kriegt ihn nochmal, schließt nicht ab. Götze dazwischen. Castro, Dembele, jetzt wird es immer enger mit der Zeit. Stark gemacht hier, gut geholt, Pogba eingesetzt und jetzt Mkhitaryan, wieder Platz, aber auch schon kaputt, Batra dazwischen. Und auch hier Herrera dazwischen, da gibt's einen Foul, gelbe Karte für Guerrero erstmal. Dann war es aber glaube ich ein Freistoß genau für Mo, der den kurz ausführt, Guerrero treibt den Ball wieder. Ist check. Sehr gut. Geh nochmal zurück. Reus. Krieg da nochmal die Möglichkeit, wenigstens einen Treffer hier zu machen. Nochmal Guerrero, nochmal in die Mitte. Nochmal verteidigt. Dazwischen, wenn der Ball jetzt raus ist, müsste es Abpfiff geben. Und es ist der Abpfiff. Und damit geht Kevin mit einer Führung von 2 Toren ins letzte Spiel. Und das bedeutet, Mo muss mit 2 Toren Unterschied das nächste Spiel gewinnen. Wenn er das nicht schafft, zieht Kevin ins Finale ein. Haben wir bei den anderen noch keine Zwischenergebnisse? Nee, Timo hat sich noch nicht gemeldet. Ich will ihn da auch nicht aus seiner Konzentrationsphase. Nee, will ich dann auch nicht schreiben, wenn das. Ja, Ticker ist ja eine schöne Option, sieht ja auch geil aus, aber wenn die Jungs da gerade nicht können, dann. Bei denen geht's auch um was. Der Kneusel ist auch wieder da. Tachchen, also. Jetzt Real Madrid. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt hat er auch natürlich körperlich, sag ich mal, gleichen Voraussetzungen. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, gegen Ibrahimovic ist eigentlich keiner körperlich mit den gleichen Voraussetzungen, weil der ist einfach Maschine. APP bricht ihn einfach die Beine. Ja, genau, Pepe bricht ihm einfach die Beine. Ja, beide spielen wohl das offensive 4-3-3. Okay, also Mo auch mit Real Madrid. Ja. Mit Morata in der Sturmspitze. Okay. Benzema als Hängdisch, also als Zehner, sage ich jetzt mal. Rechts. Ronaldo, Bale. Und Hernandez, also Rodriguez. Da gar nicht auf dem Feld oder was? Ist Sechser mit Modric zusammen. Ah, okay. Links Ronaldo, rechts Bale. Ja, das ist seinem Tempo geschuldet. Ja, der kann Kroos nicht einsetzen, weil sein Spiel sehr tempolastig ist. Von ohne. Ja. Das ist schon ein bisschen was anderes. Oh, aber erstmal direkt der Ballverlust. Boah, starkes L2-R2 Dribbling hier von Kevin und jetzt der Ball auf Ibrahimovic. Kommt aber nicht an. Und jetzt mal die Möglichkeit, hier das Tempo von Real Madrid und die Körperlichkeit hier mitzunehmen.
Ronaldo stark gemacht, aber weggedrückt. Und Smalling war das, glaube ich. Valencia mit einem schönen Pass auf Herrera. Diesmal Herrera auf den Außen. Gute Flanke Ibrahimovic. Und das wäre es gewesen, wenn der reingegangen wäre. Ibrahimovic setzt sich erneut durch. Aber diesmal macht er nicht den Treffer. Glück für Mo, sonst hätte er hier 3 Treffer machen müssen. Bailey sehr weit aufgerückt. Jetzt ist in der Innenverteidigung natürlich Polen offen. Starke Grätsche. Und es gibt Foul. Kam eigentlich von vorne. Und es gab, glaube ich, eine Karte. Sichtlich nicht. Gute Variante. Der hier ist aber da und klärt. Weil Ronaldo den Ball nicht richtig annehmen konnte. Ja. Martial. Carvajal kriegt Martial hier nicht gehalten. Herrera also im zentralen Mittelfeld ein wichtiger Spieler hier für Kevin. Immer wieder am Ball, immer wieder erobert er sich hier den Ball. Immer wieder spielt er die wichtigen Pässe. Jetzt Moje wieder mit Ronaldo, mit den Dribblings. Das ist natürlich jetzt mal die Option, ja, zu sagen, ich spiele den Ball nicht, sondern ich dribbel mal und verwirre den Kevin ein bisschen. Aber er hat trotzdem gut aufgepasst und kommt schon wieder. Herrera treibt erneut den Ball, macht das schön langsam, nimmt hier Rooney mit. Rooney ist durch, Rooney schließt ab, Rooney macht das 1:0. Starke Leistung hier von Kevin. Lange abgewartet. Und dann schießt er den Ball rein. Habt ihr manchmal auch komische Farben? Was für komische Farben, Cian? Sony, ob ich die Weekend League streame, weiß ich noch nicht. Muss ich noch gucken. Das sind 40 Spiele. Das ist eine ganze Menge Zeit, die da drauf geht. Erstmal. Und da ist der Anschlusstreffer. Ratzfatz, Mo, 1:1. Gleicht hier aus. Das wollte ich sagen, es ist ganze Menge Zeit und dann diese vielen Stunden konzentriert zu bleiben und dann noch dazu zu streamen, ist halt echt hart. Ich bin da noch nicht sicher. Also ich denke mal, die Weekend League werden wir nicht streamen. Es sei denn, Lars hat da Bock drauf. Boah, wieder Möglichkeit. Ich muss das Wochenende mal ganz spontan gucken. Ich muss das Layout so oder so erstmal verändern. Wir haben den ersten Finalisten. Den ersten Finalisten wäre jetzt geschafft. Was schätzt du? Timo. Timo hat auch gewonnen, 4-2. Aber ganz knappe Spiele. 1-1, 0-1, 1-1. Oh. Ja, Timo ist halt auch gut drauf. Ja? Und der Doktor hat sich so ein bisschen über das Spiel beschwert und echauffiert. Von daher konnte ich mir das schon ein bisschen denken, dass der Timo durchsetzt. Und jetzt kommt hier Kevin. Das hätte ich allerdings nicht erwartet, dass das hier so ausgeht. Er macht hier ein richtig super Turnier, der Kevin. Und wir haben im Endeffekt, sage ich mal, die Finals gehabt gerade, ja, nur umgedreht. Timo gegen Erhan statt gegen Mo und Mo gegen Kevin statt dass Kevin gegen, sag mal schnell, gegen Erhan gespielt hat. Mittlerweile 30 Spielminuten durch. Und Mo macht hier nicht den Anschein, als könnte er das Spiel hier noch 2 Toren Unterschied gewinnen. Aber in FIFA ist ja schnelllebig. Achso, die Qualität war nicht ein. Okay, alles klar. Rolling wieder mit einem guten Ball. Martial. Noch Martial. Macht er gut. Schuss. Und dann wieder der. Und er kommt immer wieder. In dem Fall ist es Mkhitaryan. Aber trotzdem
kommt Kevin immer wieder mit dem Kopf vor Mo dran und kreiert immer wieder gefährliche Situationen über Flanken. Wieder Martial. Pogba. Wieder Martial mit. So, es geht schon bald in die Halbzeit. Ich meine, wie gesagt, FIFA ist schnelllebig. Es kann recht fix hier auch zwei Tore hageln, aber er muss erstmal zwei Tore machen, um zumindest das Spiel auszugleichen. Jetzt die Möglichkeit, Benzema, immer noch Benzema. Und wieder dauert es zu lange, diesmal macht er doch rein. 1-2, ein Tor braucht er noch. Mo kommt wieder dran und gewinnt hier direkt wieder den Ball. Und wer das jetzt bitter, Ronaldo, macht das hier alleine. 1-3, unglaublich. Und was für ein Ding. Und jetzt wird's richtig spannend. Auf beiden Seiten jetzt ausgeglichen. Und jetzt kann wieder quasi von null gezählt werden. Jeder Treffer auf einer Seite könnte jetzt das Spiel hier entscheiden. Unglaublich, Mo macht das hier. Ich sag's gerade noch, FIFA ist schnelllebig. Aber erstmal musst du zwei Tore machen und dann geht das hier so schnell. Kevin passt 2 Minuten nicht auf. Und dann gibt es hier den Ausgleich nach Toren und nach Spielpunkten sozusagen. Eine Halbzeit zu gehen, wenn es denn hier gleich einen echten Sieger gibt. Also Anstoß hier, Kevin, zweite Halbzeit. Rodriguez, Herrera, Valencia macht er jetzt gut, bringt ihn hier raus. Ibrahimovic, unsauber gespielt und jetzt die Möglichkeit hier für Mo. Benzema sichert den Ball richtig gut. Morata, Fehlpass auf der anderen Seite, Rooney auf Ibrahimovic, Rooney in der Mitte, Rooney immer noch in der Mitte, Ibrahimovic mit dem Abschluss, trifft nicht. Und dann kann Mo klären, in der Mitte war Rooney, mein Freund, den kann man auch anspielen. Ein simpler Dreieckspass und dann läuft er frei aufs Tor zu. Pogba erneut mit dem Pass auf Ibrahimovic, Rooney. Jetzt kommen die schönen Kombinationen. Jetzt packt das wieder raus. Wird gelegt. Herrera kommt an den Ball. Martial mit der Flanke. Pepe dazwischen. Und dann kann Mo wieder aufbauen. Diesmal war die Flanke vielleicht ein wenig überfrüht. Oder ein wenig verfrüht, wollte ich sagen. Überfrüht. Der Seitenwechsel. Darian immer noch am Ball, kommt wieder über die Außen. Valencia in der Mitte findet er auch. Rooney, Herrera, Ibrahimovic versucht abzuschließen. Dauert zu lange. Ramos dazwischen. Bale, Morata, Möglichkeit. Ronaldo hat wieder Tempo. Valencia ist allerdings dran und kriegt den Ball hier ins Aus geklärt. Ronaldo, schön gemacht, schöne Körpertäuschung. Morata. Und dann gibt es hier eine Ecke und Ecken sind gefährlich. Auch wenn Manchester United schöne große Spieler hat, auch Ronaldo kann Dinger verwerten. Oh, jetzt gibt es die Möglichkeit, über Rooney zu kontern. 3-4. Rooney muss ein bisschen Tempo rausnehmen. Macht er gut, Pogba. Pogba, da läuft einer rein. Mkhitaryan ist es. Mkhitaryan mit dem Abschluss. 3-2 und damit ist Kevin wieder in Führung. Unglaublich, was ist hier denn los? Das macht er richtig stark und der Mkhitaryan mit einem super Laufweg. Schön reingespielt und dann auch ein richtig klasse Abschluss hier. Und Kevin geht damit wieder in Führung. Wäre damit im Finale, aber es sind hier noch gut 30 Minuten zu gehen. Oh, hier über Morata wieder.
Cristiano Ronaldo angespielt, Ronaldo an die Grundlinie, Körpertäuschung. Herrera ist schon wieder dazwischen. Herrera ist einfach überall auf dem Platz zu finden. Mkhitaryan, guter Pass auf Rooney, der muss ihn jetzt festmachen. Macht er auch. Nimmt Mkhitaryan mit der Hacke mit, macht er richtig stark. Aber Rodriguez dazwischen. Und Rodriguez hat nicht mehr die Puste, muss abbrechen. Der Pass unsauber. Valencia hat den Ball, bringt ihn auf Herrera, der natürlich wieder da ist, wo er hingehört. Ein früher Ballverlust von Kevin. Ein starker Ball, Marcello im Strafraum. Marcello ist alleine, der Abschluss, nochmal die Möglichkeit. Aber geklärt und Ibrahimovic kann den Ball hier festmachen, aber nicht vernünftig zu Rooney zurückspielen. Ball nochmal rein. Bailey kriegt ihn. 20 Minuten zu gehen. Kevin führt mit einem Tor in der Tordifferenz. Ball auf Herrera. Auch hier wieder Herrera zu finden. Marcello dazwischen kann Konter einleiten. Benzema muss jetzt aber hier das Tempo rausnehmen. Es sei denn, er versucht ihn lang zu spielen. Nein, nimmt das Tempo raus. Nimmt Modric mit. Möglichkeit, ihn durchzustecken. Schönes R2-L2-Dribbling. Der Ball rollt nochmal durch. De Gea dazwischen. 15 Spielminuten zu gehen. Langer Ball raus. Rooney, Herrera, Ibrahimovic. Wenn er jetzt das Ding macht, dann lege ich mich fest. Wird's hier Kevin sein, der ins Finale einzieht. Aber er macht ihn nicht und dementsprechend gibt es hier den Gegenangriff. Ronaldo wieder. Ronaldo gegen Valencia. Valencia setzt sich durch, stellt den Körper dazwischen. Mkhitaryan kommt wieder über die Außen. Jetzt mal die Möglichkeit, vielleicht mal das Tempo rauszunehmen. Versuch's mit dem langen Ball. Fehler hier von Mo, aber dann kommt Pepe. Der holt sich den Ball und eröffnet hier sehr gut auf Marcello. Marcello mit dem Seitenwechsel, der war nicht gut. Martial, Ibrahimovic. Ibrahimovic mit der Körpertäuschung durchgesteckt und dann wechselt er nicht den Spieler. Und nochmal die Möglichkeit. Wieder landet der Ball bei Ibrahimovic. Wieder diesmal der Abschluss. Mo geht ins Pausenmenü. Letzte Chance. Lars, kannst du sehen, was er macht? Gleich. Gleich kann Lars sehen, was er macht. Ich bin gespannt. Geht er ins 4-2-4? Also hier ist richtig spannend. Wir haben hier mega geile Spiele gesehen. Vor allen Dingen die Schlussphasen. Immer übelst von Spannung geprägt. Sieht nicht danach aus, als würde das System wechseln. Sondern nichts macht er, oder was? Er bleibt, wechselt einfach nur frische Spieler ein. Was ist bei 4-2? Bei 4-2 ist Ausgleich. Dann geht's in den... Nein! Drittes Spiel in ein Golden Goal Match. Sieben Minuten. Isco. Auf jeden Fall frische Leute. Ronaldo. Isco. Und Isco ist frisch. Der könnte auch mal einen guten Pass an Mann bringen. Aber Shaw dazwischen. Und Shaw dann mit dem Fehlpass. Carvajal kommt dran. Pepe muss jetzt irgendwie eine Anspielstation finden. Dauert zu lange. Kriegt ihn trotzdem auf Modric. Modric nochmal auf James. Aber der kann den Ball nicht behaupten. Kommt wieder an Rashford. Rashford ist auch frisch. 3 Minuten plus Nachspielzeit. Kontrau über die linke Seite. Rooney nochmal. Rashford. Wieder Ramos dazwischen. Und jetzt geht's in die entscheidende Phase. Die Nachspielzeit bricht gleich an. Und da ist er auch schon. 2 Minuten werden angezeigt. 2 Minuten Nachspielzeit. Die Möglichkeit, kurz anzuspielen. Macht er auf Isco. Isco ist fit. Kann hier das Dribbling ansetzen. Aber auch Rashford ist fit. Der da auf der Seite agiert. Nochmal die Möglichkeit. Nochmal der Pass. Ronaldo. Contrao. Blockt den Ball. Und da gibt es nochmal Ecke. Und das wird die letzte Möglichkeit sein. Die Ecke kommt, der Kopfball kommt nicht an. Und dann gibt es den Abpfiff. Da ist der Abpfiff. Und Kevin gewinnt hier mit 4-3 gegen Mo overall nach Tordifferenz. Unglaublich, dieses